Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt. Nun ist das Kreuz das Zeichen der Erlösung, das Zeichen des Heils. Mit diesem Zeichen werden wir gesegnet und segnen wir, empfangen und vermitteln wir Gnade. Herr Jesus Christus, du hast auf wunderbare Weise in Meggen, eine Teilgemeinde jener Pfarrei, in der Segenspfarrer von Allgäu, Pfarrer Augustinus Hieber, so gnadenvoll gewirkt hat, ein Kreuz im Rasen entstehen lassen. In unserer gegenwärtigen Not, wie kann man die Not nennen oder das Anliegen? Kommen wir vertrauensvoll zu diesem heiligen Ort und erbitten deine Hilfe in unseren Anliegen. Wenn es dein heiliger Wille ist und es zu unserem Heile dient, so erlöse uns von diesem Übel und nimm den Kelch unserer gegenwärtigen Not von uns. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Schenke uns Geduld, unser Kreuz zu tragen, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, der du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist. In tiefer Demut beten wir dich an und loben und preisen deine große Liebe und Barmherzigkeit. Mein Herr und mein Gott, durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Heiliges Kreuz, du unsere einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Amen. Siebenter Tag Geduld. O mein Jesus, du hast in übermenschlicher Geduld dein Kreuz zum Kalvarienberg getragen. Mit noch größerer Geduld erträgst du uns Menschen, die wir dich immer wieder mit unseren Lieblosigkeiten, mit unserer Ungeduld, ja, mit allen unseren Sünden so schwer beleidigen. Dadurch laden wir dir jedes Mal von Neuem ein Kreuz auf deine Schultern. Herr Jesus, gib uns die Gnade der Geduld. Hilf uns geduldig, unter jeder Art der Belastung auszuhalten, bis du uns davon befreist. So können wir auch mithelfen am Werk der Erlösung und ergänzen, was daran noch fehlt. Darum bitten wir um deines heiligen Kreuzes willen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz.
so wie einst in Jerusalem unter dem Kreuz, deine Mutter und Johannes, Maria Magdalena und andere Frauen standen, so stehen auch wir hier. Es fehlen uns die Worte, um all das auszudrücken, was unsere Herzen empfinden. Es drängt uns aber, dich zu bitten, bleibe bei uns durch dein heiliges Kreuz. Wir bitten dich, bleibe du bei der Kirche, bleibe du bei der Menschheit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn auch vielleicht viele gleichgültig an deinem Kreuz vorübergehen, einige sich von ihm entfernen und andere nicht bis zu ihm hingelangen. Denn vielleicht brauchen die Menschen heute mehr als je zuvor diese Kraft und diese Weisheit, die du selber bist. Du allein, durch dein heiliges Kreuz, bleibe bei uns in diesem tiefen Geheimnis deines Todes, in dem du geoffenbart hast, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Bleibe bei uns durch deine heilige Mutter, die du vom Kreuz herab jeden Menschen anvertraut hast. Bleibe bei uns, hin zum Kreuz will ich gehen, will die vielen Wunden sehen, will betrachten deinen Schmerz, schauen in dein offenes Herz. Dann will ich vor Reue klagen, ich hab dich mit ans Kreuz geschlagen, meine Sünden sind schuld daran, sie haben dir so weh getan. Jesus, höre meine Bitten, hast ja auch für mich gelitten. Gib mir eine wahre Reue, meine Sünden mir verzeih. Deiner Mutter liebend Herz, erfüll meinen Reueschmerz. Dass ich dafür mit deiner Lieb, dir Dank in Treue, ewiglich. Amen. Durch die Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du, o Gekreuzigter, die Aufmerksamkeit der Menschheit wieder auf dein furchtbares, qualvolles Leiden und Sterben auf dem Kreuzesfall hingelenkt. Wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du die Gnadenstätte des Rasenkreuzes eröffnet und gezeigt hast, mit welcher übergroßen Liebe du die Menschen retten wirst. Mit dieser Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du der Menschheit die Wunder verblendet, im Hochmut und Stolz dein Erlösungswerk nicht mehr beachtet hat, einen neuen Rettungsanker in die Hände gelegt. Wir bitten dich, sende von dieser heiligen Stätte aus recht viele Gnaden in die Herzen der Menschen, damit sie zu dir finden, zu dir, dem Gekreuzigten, der einzig und allein unsere Rettung und Erlösung ist. So opfern wir dir, himmlischer Vater, die Wunden, die qualvollen Schmerzen, das kostbare Blut und das ganze Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Krankheit der Seelen aller Menschen zu heilen. Amen. Lieber Segensvater vom Allgäu, Augustinus Hieber, wir bitten dich um deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Und danken dir für deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Ewiges Vergelt's Gott. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebesflammengebete. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt,
erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Gegrüßet seist du, Maria, in deren unbefleckten Herzen die Gottesliebe und die Menschenliebe ohne Unterlass brennt. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens unsere Seelen durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme uns zur vollkommenen Gottesliebe führen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme unsere Herzen zu wahrer Menschenliebe entzünde, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o Mutter, die erwärmende Lichtquelle für die Familien sei, erflehe uns diese Gnade. Dass durch diese Lichtquelle die Familien geheiligt werden, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens auch die Seelen der Kinder durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens uns dem Weg weise, erflehe uns diese Gnade. Dass wir auf dem von deiner Liebesflamme erleuchteten Weg gehen können, erflehe uns diese Gnade. Dass wir durch deine Liebesflamme den Sinn unseres Lebens erkennen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens auch die kleinste Schuld von unserer Seele tilgen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme uns zum Guten anrege, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die Liebesflamme, o himmlische Mutter, an unsere Brüder und Schwestern weitergeben können, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die verfinsterten Seelen erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die erkalteten Seelen erwärmen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass von deines Herzens Liebesflamme auch die verhärteten Herzen erweichen mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme die Gleichgültigen aufrütteln möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme die Seelen zum apostolischen Eifer drängen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die aus deinem Mutterherzen entströmende Liebesflamme jeden Menschen erreichen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Gottesliebe in unseren Seelen entzünden möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens das Feuer des Hasses auslöschen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Regierenden der Völker erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die von deinem Mutterherzen geschenkte Liebesflamme bis zu unserem Lebensende bewahren mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem sanften Lichte deiner Liebesflamme nach dem Himmel streben mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens unsere Sterbestunde erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade.
dass die von dir ausströmende Liebesflamme in uns immerwährend brennen möge. Erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens die ganze Welt überstrahlen möge. Erflehe uns diese Gnade. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter. Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, gütiger Gott. Du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit. Dereinst aber gib uns die ewige Freude durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gebet von Jesus, unsere Schritte mögen gemeinsam gehen. Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln. Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen. Unser Innerstes empfinde gemeinsam. Die Gedanken unseres Geistes seien eins. Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören. Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen. Unsere Lippen mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen. Gebet zur Gottesmutter Maria, allerseligste Jungfrau Maria, meine himmlische Mutter. Ich öffne dir mein Herz und bitte dich mit kindlicher Liebe und mit demütigem Glauben. Entzünde in meinem Herzen die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Gib mir, meinen Lieben, den Priestern und allen Gottgeweihten, sowie allen Menschen die für sie notwendigen Gnaden. Hilf, dass wir im Guten und im gottgefälligen, tugendhaften Leben beharrlich bleiben. Wir bitten dich, komm uns zu Hilfe und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte um den Beistand des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, und erfülle meine Seele mit deinem Geist. Durchdringe meine Seele mit deiner Gnade und ihren sieben Gaben. Mache meine Seele bereit, die Gnaden und die Liebesflamme, die liebenswürdigste Gabe der allerseligsten Jungfrau Maria, zu empfangen. Hilf uns, damit sich die Sehnsucht unseres Herzens mit den Flammen der Liebe der Mutter Gottes vereine. Hilf uns, dass unser Herz mit jener Liebe erfüllt werde, die das unbefleckte Herz Mariens durchdrungen und erfüllt hat. Komm, Heiliger Geist, erneuere und stärke die Liebe meines Herzens, damit die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens darin lodere jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gebet um das Ausströmen der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens.
Allerseligste Jungfrau Maria, unsere liebe Mutter im Himmel. Du liebtest Gott und deine Kinder so sehr, dass du deinen eingeborenen göttlichen Sohn, Jesus Christus, am Kreuze aufgeopfert hast, zur Versöhnung des himmlischen Vaters und für unsere Erlösung, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Dich, unsere geliebte Mutter, bitten wir mit kindlichem Vertrauen, entfache unsere schwachen Herzen mit der vom Heiligen Geist geschürten Liebesflamme deines unbefleckten Herzens zur vollkommenen Gottes- und Nächstenliebe, um so mit dir vereint Gott und unsere Mitmenschen zu lieben. Hilf uns, o großmächtige Königin der Herzen, dass wir diese heilige Flamme allen Menschen guten Willens mitteilen können, um auf den ganzen Erdkreis mit dem Feuer der Liebe und das Feuer des Hasses auszulöschen. So sei Jesus, der Fürst des Friedens, im Sakrament seiner Liebe, auf den Thronen der Altäre, der beseligende König und die Mitte aller Herzen. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.